Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Lost Ember. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir irgendwo da hoch müssen. Also, dass das vielleicht unser großes Ziel ist. Aber allerdings müssen wir da erstmal einen Weg irgendwie nach oben finden. Und ja, wenn euch die Sache hier gefällt, natürlich bewerten und den Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt. Die Glocke drücken, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Und ja, auch den ganzen anderen Kokolores hier angucken. Würde uns sehr, sehr freuen und unterstützen. So, ich renne jetzt hier gefühlt, glaube ich, irgendwie schon zum 10. Mal die Sache ab. Kannst du mir mal irgendwie einen Hinweis geben, wo ich hin muss? Was? Ich sehe ja nicht mal ansatzweise irgendwie den roten Rauch. Oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man doch irgendwo hier rein. Es würde ich übrigens saugruselig finden, wenn ich so ein Haus hätte. Also mal davon abgesehen, dass es, glaube ich, heutzutage niemand mehr so baut. Aber dass halt eine Wand von deinem Haus einfach so Erde ist. Oder allgemein in so einem Erdhaus zu wohnen, das ist, weiß ich nicht, ist eine Sache, die kann ich mir echt null vorstellen. Okay, vielleicht. In der letzten Folge waren wir ja wieder als Armadillo unterwegs. Vielleicht hätten wir das doch ein bisschen behalten sollen. Wären dann da eventuell durchgekommen. Vielleicht habe ich jetzt das ganze Spiel kaputt gemacht und wir sind jetzt hier oben gefangen. Oder ist ein Loch? Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, denn eigentlich ist das Spiel ja recht linear aufgebaut. Da sind wir tot, wenn wir da runterfallen. Also, tut. Es ist jetzt nicht so ein richtiger Tod, es ist, man ist dann einfach wieder oben, wenn man fällt. Es ist uns ja auch schon ein paar Mal passiert. Oder ich muss hier in das Wasser springen. Ich hab. Nee. Nee. Oh. Da hinten geht es ja, glaube ich, auch nirgendwo. Hoch. Wir hätten einfach irgendwie dieses Armadillo behalten sollen. Wo war denn der Eingang, wo wir jetzt rausgekommen sind? Bin ich denn jetzt total doof? Das ist das Haus, das ist es nicht. Es ist doch dieser komische Zugang, der jetzt zu ist, oder? Ich blöd. Bin ich blöd? Ja, ach. Okay. Okay. Ja, hier scheint es nach oben zu gehen. Dann erklimmen wir mal diese Stufen. Ist ja, wir sind natürlich wieder von hier gekommen. Aber diese Mauern kommen wir. Doch, das kommt mir bekannt vor, weil hier haben wir nämlich gebuddelt das letzte Mal. Hier sind wir auch drüber gesprungen. Irgendwo von hier sind wir gekommen. Aber vielleicht sind wir ja da hinten auch komplett verkehrt und müssen uns natürlich erstmal hier durchbuddeln. Ja, ich glaube, das war richtig. Das könnte richtig gewesen sein, denn ich glaube ja ganz ehrlich, nach oben ist prinzipiell nie verkehrt.
Nur mal kurz da hinten. Was es da auch so gibt, ohne mich hoffentlich zu... verlaufen. Ach, guck mal, da haben wir wieder so ein Teil. Haben wir ja in der letzten Folge das erste gefunden. Und stehen da jetzt ergo bei 2. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag, da werden wir nicht alle finden. Nee, das sollte es dann hier wahrscheinlich gewesen sein. Ja, das sieht schon recht imposant aus. Hätte ich auch gern in meinem Vorgarten. Der Schwanz, es kitzelt. Und ja, ist nicht verkehrt, ne? Ist nicht verkehrt. Ist schon ein großes Loch und eine große Mauer mit viel Wasser. Imposant. Dann schauen wir mal. Gucken wir mal hier weiter. Es wird wieder etwas urwaldmäßiger. Wir haben schon lange keine Wombats mehr gesehen. Es fehlt mir ein bisschen. Ehrlich gesagt. Wir haben in der letzten Folge eine Raupe gefunden. Wir konnten uns in eine Raupe verwechseln. Das war sinnlos. Guck. Wir sollten wirklich ganz nach oben. Ja. Das habe ich mir auch fast gedacht. Auch habe ich mir gedacht, dass es hier jetzt nicht weitergehen wird. Das Pilzmenü. Wir können natürlich mal das Pilzmenü öffnen. Die weißen sieht man natürlich auch recht gut. Die weißen Pilze. Wir sollten wirklich ganz nach oben. Na, dann ziehen wir mal einen Finger. Und schauen mal, dass wir ganz nach oben kommen. Da geht's lang. Das Rauch. Und hier geht es nicht lang, also werden wir da auch nichts finden. Dann schauen wir uns mal den Rauch an. Hm? Ich finde es grausam, wilde Tiere in solchen Käfigen zu halten. Du warst wohl der gleichen Meinung. Aha, Wölfe. Wir wurden also Wölfe gehalten, die wir in unserem richtigen Leben, was heißt richtiges Leben, in unserem anderen Leben befreit haben. Jetzt vielleicht doch nochmal ganz kurz. Ja, das war eng, ne? Das war eng. Ist ja doch noch irgendwo was, wenn man schon mal hier ist. Durch die Wand. Aber das ist natürlich auch kaputt. Und da so großen Spaß dran haben. Und rennen gegen die Wände. Da auch so großen Spaß dran haben. Da was geleuchtet. Jo. Sehen Sie? Wolfsketten. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen immer noch weiter nach oben.
Danke dafür. Danke dafür. Yes. Ah, okay, jetzt sind wir hier quasi oben auf der Mauer und das Wasser kommt immer noch von weiter oben. Ist schon doch ein recht imposantes Gebilde, ne? Kann man nicht anders sagen, das hätte ich auch gern. Aber die Musik ist jetzt dramatisch, Halleluja. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Was hat er denn da gemacht? Was macht ihr da? Wenn euch jemand gesehen hätte, das war unser heiliger Tempel. Haben sie denn das Seil da hochgekriegt? Ich glaube nicht, dass man an der Wand ohne Sicherung hochkommt. Den Felsen. Naja, vielleicht schon. Ich kenne mich da nicht so aus. Die viel größere Frage ist aber, wo sind... Oh. Ach ja, komm, das hat er nicht überlebt, oder was? Wo müssen wir denn hin? Da ging's da noch irgendwo. Ah. Ah, okay. Warum wird's jetzt dunkel? Gott, ist das dunkel. Die Jawa Arena. Jawa Arena. Sowas wir kämpften die Stärksten der Yanrana gegen wilde Bestien. Wenn sie überlebten, war es ihnen erlaubt, der Sinchi-Wache beizutreten. Mhm. Interessant. Und hier hat der erste FC Yanrana gespielt. Seine Heimspiele. Gut. Da leuchtet was. Da gehen wir hin. Oder... Hallo? Ernsthaft? Ernsthaft? Wir kommen jetzt hier nochmal hoch? Aha. Überleben wir das? Ja, doch. Das überleben wir. Ich sah die Kämpfe mit meinen eigenen Augen. Was für ein Spektakel. Ah, die mussten gegen die Wölfe kämpfen. Ach so. Okay. Das ist hart. Das ist hart. Such das Herz des Tempels. Ja, nee, ich will erstmal das hier finden. 12 von 77. Es läuft, es läuft. So. Da wir nur hier lang können, wird hier wahrscheinlich irgendwo das Herz des... Oder nicht. Aber eventuell ist hier der Dünndarm des Tempels. Und Nummer 13. Wolfsmaulkorb. Und ich will Wombats. Predimmig. So. Das heißt, wir gucken mal hier weiter und hoppen. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Ach, dahin werden wir... Ach, da hinten wären wir ja auch hochgekommen. Na gut. Es klingt nach Mäusen, oder? Habe ich das gerade falsch gehört? Kommen wir ja nirgendwo mehr lang. Nein, es sind Wombats. Wombats, Wombats, Wombats. Und wenn irgendwo Wombats sind, dann nutzen wir die natürlich auch. Bombat. Genau, da finden wir nämlich erstmal das. Bronzepreis. Bronzepreis. Hey, hey, hey. Wo ist denn unser Freund hin?
Bombardfreund. Kannst du die Pilze essen? Nö. Oh, du kannst schlafen. Umfallen. Ah. Gut. Hätten wir das auch gemacht. Und dann geht's hier weiter. Können wir uns hier rollen? Ja, aber nicht besonders weit. Bergauf rollen können Wombats nämlich nicht. Aber wir können bergab rollen. Und relativ gut geradeaus rollen. Aber schlecht um Kurven rollen. Ja, das war ungut. Das war keine gute Rollaktion. Eigentlich könnten wir uns auch wieder in den Wolf verwandeln, aber wir hatten ja letzte Folge kein Wombat. Deswegen renne ich jetzt einfach mal so weiter. Okay. Das war unser Allerheiligstes. Die goldene Sonne hinter dem Tempel des Lichts. Sie zeigt die natürliche Ordnung aller Dinge. Der Mensch, erhaben in den Himmeln über Tier und Natur, beugt sich allein vor seinem mächtigen Tempel. Ist es nicht überwältigend? Jo. Ich weiß noch, wie ich als Kind genau das in meinen Turpoi-Dolch eingravierte. Turpoi-Dolch. Dieser Dolch war mein Ein und Alles. Aber warum kommt denn jetzt hier immer diese Medical Detectives-Musik im Hintergrund? Diesen dramatischen Klavier... Melodien. Bum, bum, bum. Ich fertig sowas. Okay, Wombat. Vielen Dank für deine Hilfe. Mach's gut. Hab noch einen schönen Tag. Und renn gegen die Wand. So. Ich weiß nicht. Sollen wir hier mal die ganzen Dinger absuchen? Jetzt gibt's aber Gas. Hier mal außen rumrennen oder. Boah, weh, ich bekomme nichts dafür. Mensch, habe ich mir gerade jetzt die eine Ebene ausgeguckt, wo es wirklich nichts gibt. Ach ja, muss ich jetzt zurück oder was? Nee, komm. Hier gibt es sicher einen anderen Ausweg. Als was? Als den ich jetzt genommen habe. Erstmal müssen wir doch da oben den Rauch. Oh, der ist ja offen oben. Aha. Ja, das ist schon krass, dieser Tempel. Schon ganz schöne immense Angelegenheit. Und Chantai. Sie war es, die alle Yanrana-Stämme zu einem Volk vereinte. Verehrt von vielen, doch gefürchtet von den meisten. Hm. Alles klar, da wissen wir das. Und wer bist du? Avidas. Er war es, der den Grundstein für Kilotasi legte. Von seinen Widersachern viel zu früh niedergestreckt. Und Kapa? Hast du? Er war der stärkste Yanrana aller Zeiten. Okay. Niemand konnte ihn bezwingen. Niemand. Außer einer schrecklichen Plage, welche die Hälfte aller Yanrana dahinraffte. Ja, das war seine Schwäche. Das und der Alkoholismus. Nee, ich mach mich jetzt hier nicht über Jahrhunderte, Jahrtausende alte Kulturen lustig. Das ist, nee, das Niveau, das schlagen wir jetzt hier nicht ein. Wir decken hier lieber mal die Sache auf.
Bist du das? Mhm. Was haben sie denn jetzt schon wieder ausgeheckt? Nein! Nein! Unser Allerheiligstes! Aber auch dafür werden sie wahrscheinlich wieder einen guten Grund gehabt haben. Ach, wie sie sich freuen, herrlich. Du wurdest entdeckt. Wir wurden entdeckt. Und was das für Konsequenzen... Weißt du, was du getan hast? Dieser Ort war heilig. Das war Hochverrat. Deswegen wurdest du aus der Stadt des Lichts verbannt. Kein Zweifel. Kein Zweifel. Okay. Genau, was das jetzt für Konsequenzen hat und warum wir das gemacht haben, werden wir hoffentlich noch in einer der nächsten Folgen herausfinden. Auch wenn ich irgendwie gerade so das Gefühl habe, dass das nicht mehr allzu lang geht. Aber es sind noch viele Fragen offen, die hoffentlich geklärt werden, zumindest in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr für irgendwas, was wir bis jetzt schon gesehen haben, eine Lösung habt, dürft ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da jetzt nicht so, dass ich mich da bei der Story unbedingt nicht spoilern lassen will, weil ich die so spannend finde. Es ist eigentlich eher im Gegenteil der Fall. Aber wenn ihr die Sache trotzdem ganz unterhaltend fandet, dann natürlich bewerten nicht vergessen und auch das nächste Mal bei der nächsten Folge, wahrscheinlich morgen, wieder einschalten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.